Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Icewind Dale. Wir haben heute den Boss vom Drachenauge vor uns. Und zwar nicht irgendein Zwischenboss, irgendein Unterling. Nein, die große böse Frau. Höchstpersönlich. Xynomai oder so ähnlich, ja. Auf jeden Fall ist sie eine Dämonin und die wird hier als Göttin verehrt. Das habe ich nachgeschlagen. Mein grober Plan ist eigentlich, Sandal mit seinen plus zwei Pfeilen den großen Teil der Arbeit zu überlassen, während die Gegner sich mit meinen beschworenen Kreaturen beschäftigen. Ja. Sofort. Ich denke, 5 ist das Maximum auch, was man haben kann, auch wenn man manchmal mehr hat, aber dann muss man die auf einmal beschwören, glaube ich. Das heißt, wenn ich 4 hätte, könnte ich vielleicht nochmal 3 dazu beschwören oder so. Aber ich glaube, wenn ich bei 5 einen Zauber benutze, dann passiert einfach nichts. Ist aber auch ganz gut so, da kann man im Kampf nochmal nachbeschwören. So. Haben wir denn noch Netz? Ja, haben wir auch noch. Sehr schön. Also wir haben ein Netz, wir haben noch eine Furcht, wir haben noch Schwachsinn zweimal. Hier bin ich. Mev hat Gefühl und Verlangsamung. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht. Also ja, wir haben noch Optionen, wir haben noch Dinge, die wir tun können. Sigor hat eine plus 2 Fernkampfwaffe und auch Sandal hat eine plus 2 Fernkampfwaffe mit den Pfeilen. Sigor mit seiner Wurfaxt. Das heißt, wir könnten Sigor tatsächlich im Fernkampf lassen. Was ich aber gar nicht will. Nee. Und ein richtiger Tipp war natürlich auch hier, warum habe ich hier Massenheilung gelernt, wenn ich genauso gut Tote erwecken hätte lernen können. Ja, denn das brauche ich ja deutlich dringender die meiste Zeit. So, da wir Netz haben, gebe ich aber auf jeden Fall 2 meiner Leute Handlungsfreiheit, dass sie auch wunderbar im Netz rumlaufen können, sollte ich mich dazu entschließen, eins zu zaubern. Und das machen wir mit Sigur und mit Alastor. Oder ich gebe es Braket selbst. Aber ich schicke eher Sigur rein, ja. Der hat auch eine plus 2 Nahkampfwaffe, also passt das auch. So, jetzt habt ihr Handlungsfreiheit, wir haben alle Schutz vor Bösen. Wir können uns noch segnen. Das hält zwar nicht so lange, aber hey, besser als nichts. Segnen und hasten. Und ich denke, dann gehen wir da rein. Also, Sandal wird mal anklopfen oder so, ja. Im Prinzip haben wir auch noch die Möglichkeit, die Tante aus ihrem Raum rauszulocken und hier sich zum Beispiel hier oben zu verschanzen. Da ist man hinter 2 Ecken sozusagen. Das werden wir aber sehen, ob ich das machen muss. Vielleicht läuft ja alles ganz toll im ersten Versuch. Ich habe ja meine Hoffnung. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Also ich hätte gerne dich und dich. Also ich hätte gerne eigentlich alle meine Nahkämpfer weit vorne. Meine Kämpfer vor allem. So, geht hier mal rein. So, ist es tatsächlich so weit gekommen? Ich hätte nicht erwartet, dass eine Gruppe Einheimischer sich in meinen Rachefeldzug einmischt. Warum seid ihr hierher gekommen und tötet meine Untergebenen? Nun ja, da sind diese ganzen gefangenen Dorfbewohner, die du alle hier in willenlose Sklavenmonster verwandelst. Das wäre ein Grund. Dann wären die Dorfbewohner, die du oben als Nahrung für die Echsenmenschen gefangen hältst. Das wäre noch ein Grund. Und dann hatten wir noch den Herzsteinjuwel. Wir suchen ja eigentlich, oder das Herzsteinjuwel, ja. Wir suchen ja das Herzsteinjuwel, um das Böse zu finden, was Kuldaha bedroht. So, aber sie hat ganz interessante Sachen gesagt. Mit einer Fehde, genau. Sie hat irgendeinen Rachefeldzug am Laufen. Vielleicht können wir irgendwas aus ihr rausbekommen in der Hinsicht. Mein Rachefeldzug geht dich nichts an. Deine Bedeutung in dem großen Plan der Dinge ist völlig nichtig. Du bist nur ein Staubkorn, das für einen Moment durch das Meer der Zeit wirbelt. Wow. Das ist aber poetisch ausgedrückt. Okay. Was sagt unser Tagebuch? Wir haben sie getroffen. Sie war überrascht, dass wir dort waren und bei ihrer Fehde dazwischen funkten. Sie hat uns allerdings nichts weiter gesagt. Schade. Warum hast du das Herzsteinjuwel gestohlen? Mein Interesse am Herzsteinjuwel ist persönlicher Natur. Ich führe schon seit einiger Zeit einen Krieg. Das wird jetzt interessant, hoffe ich. Diese Welt ist einfach nur ein weiteres Schlachtfeld. Das Juwel ist eines mehrerer Werkzeuge, derer ich mich bei der Austragung meiner Schlachten bediene.
Und um welche Schlacht geht es da? Ist das Teil des Blutkriegs? Es ist ein Krieg der Prinzipien. Ein Krieg, der im Interesse grundlegender Wahrheiten ausgefochten wird. Diese Ozeane des Glaubens werden die Basaltsäulen des Verständnisses untergraben, die die einfachen Religionen und Philosophien von Welten wie dieser seit Tausenden von Jahren aufrechterhalten. Hä? Was? Ich hab mir zugehört. Uiuiui. Du bist ein seltsames kleines Mädchen, das muss man dir mal sagen. Ja. Okay, ihr versucht mir also zu sagen, dass all die Dinge, an die ich glaube, eines Tages in sich zusammenbrechen werden, wegen dieses geheimen Krieges, den ihr führt. Okay, mein Charakter versteht sie offenbar besser als ich. Ja. kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Wenn ich das Gefühl hätte, etwas Falsches zu tun, würde ich mich entschuldigen. Dein Verstand kann nicht den Kern der Sache erfassen, von der ich spreche. Von Zeit zu Zeit erhalten Wesen deiner Welt Einblick in meine Welt. Sie hören Stimmen im Wind, Lieder in der süßen Sprache des Schmerzes von blutigen Zungen gemurmelt. Ihr nennt sie Wahnsinnige. Ihr solltet sie als Propheten erkennen. Okay. Okay. Also du denkst, dass mein Geist explodieren würde, wenn du mir sagst, was du mit dem Herzscheinjuwel vorhast. Das Juwel ist ein Gegenstand mit unglaublicher Prophezeiungskraft. Nur diejenigen mit besonderen Verbindungen zum Natürlichen oder Übernatürlichen dürfen es nutzen. Du hast wohl eine besondere Verbindung zum Unnatürlichen, hä? Dieser Stein verleiht Sehen über das Sehen hinaus und kann sogar physikalische und magische Hindernisse in seinen Offenbarungen durchdringen. Ich nutze ihn nicht, um meine Angelegenheiten geheim zu halten. Ich verwende ihn aus persönlichen Gründen. Okay, was kann man jetzt sagen? Es gibt ein Problem. Das Juwel, also doch das Juwel. Ich sage immer der Juwel und denke, das wäre falsch. Wie auch immer, auf jeden Fall, wir brauchen den Stein. Denn wir brauchen ihn. Weißt du, wir sind Menschen. Du kannst es nicht haben. Es gehört mir. Wenn ich es nicht mehr brauche, werde ich es an meine treuen Diener weitergeben. Diese Tod. Wenn ihre Pläne versagen, nimm ihnen einfach das Juwel weg. Ich habe wenig Verständnis für Versager. Also gut, ich habe es versucht. Lebt wohl. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Lässt sie mich gehen? Ich habe da so meine Zweifel dran. Aber ich bin jetzt eigentlich auch super neugierig. Aber das könnte mein Charakter nie sagen. Nein. Mir gefällt eure Einstellung. Nicht wirklich. Und du gehst mir auf den Geist? Es klingt alles nicht paladinhaft. Nein, ein Paladin würde sich nicht verabschieden. Ein Paladin würde auch nicht sagen, dass ihre Einstellung ihm gefällt. Und ein Paladin würde auch nicht wütend werden. Oder vielleicht schon, aber nicht auf die Art und Weise. Eher so eine Art rechtschaffender Ärger. Von wegen die ganzen Leute, die hier sterben mussten. Also sagen wir einfach das Mittelding. Ihr habt soeben einen guten Teil meiner Armee zerstört und verlangt nun, dass ich euch weitere Ressourcen überlasse. Ich denke, ich bin jetzt mal mit dem Nehmen dran. Betet, dass eure Seelen bereit sind. Okay. Kleines seltsames Mädchen. Gegen uns alle, bist du dir sicher? Das Mädchen ist sich sicher, ja? Spoilerwarnung. So, dann werfen wir mal die Axt in ihr Gesicht. Und schießen ihr mit ein paar Pfeilen in die Fresse. Ja? Ich bin ganz vulgär heute. Sofort! Aha! Fehlschlag? Bei einer 17? Wie kann das sein? Okay, haben wir Yuan-Ti-Elite-Kämpfer. Ich werde einfach mal mit all meinen Leuten, ja, die hier vorne sind zumindestens, ja, in Richtung der Yuan-Ti-Elite-Kämpfer gehen und dann werde ich Sigor und Sandal wieder umschießen lassen. Ja. Sie muss sich ja noch in ihre wahre Gestalt verwandeln. Und zwar die einer Marilith, heißen die Dinger, glaube ich. Die kennt man eigentlich nur aus Thron des Baal. Das heißt, ich habe riesen Respekt vor dem Vieh. Ja. Die waren ja in Thron des Baal schon schrecklich. Oh! okay.
Ihr habt mich wohl irgendwie gekriegt gerade. So. Das war gar nicht mal schlecht, also hier. Respekt, Respekt an die Magier der UNT. Respekt. So, wen haben wir denn eigentlich noch? Ich könnte mit dir vielleicht irgendwas machen. Ich könnte höchstens Nachschub beschwören, aber... Die leben ja noch alle. Dann buff dich mal auf, Braket. Alastor, du fängst an, vor der Tante wegzulaufen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Die Tante hat sich's nämlich nochmal anders überlegt. So, Sandal trifft ganz gut. Die da hinten machen Steinhaut, aber das ist eigentlich in Ordnung. Ich vergesse die auch gerne. Ja? Oh, das war nicht fair. Das zahle ich dir heim da unten, du Arschloch. Ja, warte mal. Machen wir mal mit einer Farbkugel. Und dann werfen wir hier oben das Netz rein. Okay, okay. Es läuft eigentlich gar nicht schlecht bis jetzt. Es läuft auch nicht wirklich gut, aber es läuft auch nicht schlecht. Ja, das da unten ist mir dann doch zu heiß, eine Ecke. Eine Ecke zu heiß. Die Frau kriegt auf den Sack. Mein Yuan-Ti-Elite-Kämpfer da oben ist fast tot. Das ist schon mal sehr gut. Alastor hat aber auch auf den Sack bekommen. Aber meine zwei Fernkämpfer machen die Tante da oben. Ja, sie ist tot. 92.000 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. 92.000. So. Jetzt haben wir da unten noch die ganzen Fernkämpfer. Was haben wir denn dafür? Da haben wir doch bestimmt irgendwas wie Schädelfalle. Probieren wir mal eine doppelte Schädelfalle. Gibt's nicht mehr. Schädelfalle. Schwachsinn hier oben hin. Ihr beide. Den nehme ich erstmal die guten Pfeile wieder ab. Ja, ich weiß. Ich bin böse. Schießt auf den. Schießt auf den. Und du schießt auf den. Du machst da oben weiter, wo du aufgehört hast. Oder du rennst weg. Das könnten wir auch mal machen. Wie wär's, wenn du mal wegrennst, ja? Komm, lass dich nicht von so einem Bogenschützen umbringen. Ich weiß, dass du besser bist als das. So, der Bogenschütze kommt hierher. Ich habe allerdings mit Mev habe ich immer noch einen Zauber. Oder zwei. Kann ich die da oben nochmal ärgern? Dann hast du... Ja, benutzen wir. Benutzen wir Aganazas. Er will's ja auch. Ihr greift den da auch mal an. Bitte. Das läuft eigentlich ganz gut alles. Da fliegt die Schädelfalle da oben rein und ich habe überhaupt keinen Grund mehr dafür gehabt. Okay, schön. Gefällt mir. Dann alle auf den Mann da hinten. Falle zugeschnappt. Na, egal. Soll mich nicht belasten. Ich denke, das war die Falle, die 8 Schadenspunkte. Da hinten ist noch einer. Okay. Wie kann ich helfen? Ein Job für die Fernkämpfer. Vor allem die mit Bogen. Die können nämlich, glaube ich, weiter schießen als die anderen Fernkämpfer. Als die mit Schleudern. Oder Äxten. Okay, 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 was ist los, was ist los? Schwachsinn, nein, 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 nein. Nein, ich brauche jetzt hier keinen Schwachsinn, warte mal, warte mal. Alastor, du hast Magiebannen, was wir viel zu selten benutzt haben in dem Spiel hier. Du musst Mev in Ordnung bringen. Nein! Nein! jetzt habe ich es komplett weggemacht, aber ich musste auch laden, weil das war ein endgültiger Tod. Lass ich euch hier? Lass ich zwei von euch hier? Nehme drei von euch mit nach vorne oder so? Ich meine, wenn ich meine Magier ordentlich... Ja, warte mal, wir gehen alle nach vorne. Wir gehen alle nach vorne, ja. Wir sind doch schon groß. Wir laufen jetzt alle komplett hier oben rein. Ja, und dann mache ich die Magier auf dem Rückweg. Die interessieren mich dann nämlich gar nicht. Ich hätte nicht erwartet. So. Das sind keine Schlangenmenschen, du Ignorant. Das sind Yuan-Ti.
treue Diener und würdige Erben des Königreichs, das ich Ihnen eines Tages, wenn ich meine Aufgabe erfüllt habe, hinterlassen werde. Ja, wir gehen jetzt einen leicht anderen Weg im Dialog, habe ich mir überlegt, damit wir mehr erfahren über die Pläne von dieser Frau. Was für eine Aufgabe hast du? Mein Rachefeldzug geht dich nichts an. Deine Bedeutung in dem großen Plan, das glaube ich nicht. Die Mächte, die hier am Werke sind, sind Wahrheitsfabriken, die deinem Verständnis so fremd sind, dass dein armes Gehirn zu Dampf versieden würde, würdest du versuchen, die Maschinerie in ihrer Ganzheit zu begreifen. Das habe ich wollte ich eigentlich gar nicht anklicken, aber das wäre auch so ein Grund, oh, der Paladin ist gefallen. Ich bin schon ganz schön böse, genau, sagen wir das noch, das ist lustig. Dein lockeres Verständnis von Moral ist ein gutes Beispiel für deine vollkommene Unfähigkeit, die Beschaffenheit des Universums um dich herum zu verstehen. Okay, also mir hat mein erstes Gespräch mit ihr besser gefallen. Wenn ich das Gefühl hätte, etwas von Zeit zu Zeit erhalten Wesen, das Juwel, dieser Stein verleiht Sehen über das Sehen hinaus. Du kannst es, wenn ihre Pläne versagen, nimm ihnen einfach, du gehst nirgendwo hin. Ich werde mich ein bisschen daran erfreuen, dich für das Vereiteln meiner Pläne zahlen zu lassen. Ich wollte es doch nochmal versuchen, ja? Betet, dass eure Seelen bereit sind. Sind sie es nicht, werdet ihr bald meinen Untergebenen dienen. So, aber mein Paladin ist in Ordnung noch, oder? Der fällt jetzt nicht oder irgendwie so ein Quatsch. So, da hätten sie die Magier. Die sind tatsächlich doch noch... Okay. Sander, du weißt, was du zu tun hast. Sigur, du weißt auch, was du zu tun hast. Und der Rest macht es einfach so wie vorhin. Ja, nur dass wir diesmal mehr Leute hier stehen haben. Und wir werfen direkt mal Schwachsinn hier hin. Hierhin. Genau. Und von dir hätte ich gerne eine Verlangsamung. Vielleicht sogar auf der großen bösen Frau. Das wäre super. So, ihr greift die an, oder? Ihr greift die an. Ihr greift das Mädchen an, sozusagen. Ja, ja, gut. Oh, der ist schon gestorben. Interessant. Interessant, wirklich. Finde ich wirklich gut. So. Mev hatte Zaubersprüche noch. Ja, Mev hatte noch Zaubersprüche. Das heißt, sie macht jetzt tatsächlich ihre Schädelfalle. Oh, oh. Okay. Ich geb's ja zu, ich bin doof. Was soll man da noch zu sagen, nicht? Ein Eingeständnis, wie man es selten bekommt. Was möchtest du? Okay, Bracket, dein Moment ist gekommen. Stell dich dem Monster da vorne. Und versuche nicht zu sterben. Vor allem nicht an dem Gift da von der Falle. Warte mal, das kriegen wir hin. Du hast Tränke? Das ist Mamas Tee, den suche ich aber nicht. Ich suche einen Gegengifttrank. Wer hat meine Gegengifttränke? Ich weiß, ich habe eine ganze Menge davon. Das ist auch Mamas Tee. Oder hatte ich eine ganze Menge davon? Ah, du hast sie. Wusste ich doch, dass du die hast. Dann nimm du mal den Gegengifttrank. Du schießt weiter auf die Frau? Ja, machst du. Sehr gut. Mev wird mir noch sterben, wenn das so weitergeht. Okay, damit ist die Chefin tot. Das haben wir schon mal geklärt jetzt, ja. Die Chefin ist verstorben. Dann gehen wir auf dich da unten. Ich hoffe mal, diese ganzen Zauber, die ich dahin gespammt habe, die werden irgendwas machen. Sieht eher nicht so aus im Moment. So. Alastor kommt zurecht. Ja, ich will eigentlich auch keinen mehr darunter schicken. Ich hab Angst vor Fallen. Ich fürchte, wie kann ich helfen? Okay. Sofort. Ihr müsst den da mal töten, bitte. Der ist mir noch zu geistig einwandfrei und so. So. Jetzt überlege ich gerade, Sigur, willst du dich mal in die Richtung orientieren? Ja. Guck mal. Sieh mal zu, ob du dich nicht umbringen kannst da unten. Okay, der Elitekämpfer ist tot. Das war Schaden am Zombie, das ist voll okay.
Keiner hat Zombies lieb, ohnehin. Das ist sowieso so. Beschwören wir mal über den Stab. Wo ist der Stab? Na komm. Wieso geht das jetzt nicht? Muss ich den Stab auswählen? Ah, da ist es. Beschwören wir darüber mal Monster hier hin. Oh, ein Jedi. Also Yeti, sorry. Spielt zu viel KOTOR. Ich sag schon Jedi dazu. Heb du mal wieder deine Pfeile und schieß den da unten tot. Sander kann hier nach Fallen gucken in der Zeit. Ja, das hier unten läuft. Sigo hat die Monster zum Blocken. Und sollte die eigentlich alle treffen? Ja, mit seiner magischen Fernkampfwaffe. Kein Problem. Okay, Sander, dann machen wir weiter. Oh, sehr gut. Sehr guter Treffer. Das da unten läuft auch noch. Der Ogre ist gestorben. Sigor. Jetzt enttäusch mich nicht so kurz vor Schluss noch. Haha. Okay. Sehr gut gemacht. Zweiter Versuch hat's dann doch rumgerissen. Ich bin zwar relativ lediert mit all meinen Leuten, aber das war ja zu erwarten. Also, außer natürlich Sigor, sicher, der seine neue Fernkampfwaffe total genießt. Sag, was du von mir willst. Es war ein großer Fehler, den Zwerg hier Äxte beizubringen. Ja, ich wollte ihn eigentlich in die Front schicken, aber mit der Waffe jetzt ist das wohl ein Problem. So. Teure plus zwei Pfeile. Na gut. Und hier sind wirklich nur an der Hälfte der Kisten Pfeilen. Irgendwie habe ich meine Probleme damit, das zu glauben. Ja. Vielleicht sollte ich meinen Sandal doch noch leveln, bevor ich hier weiter die Fallen entschärfe. Aber er ist ein Krieger aufgestiegen. Das heißt, es bringt gar nichts. So, die Falle haben wir gefunden. Oh mein Gott, was liegt hier viel Zeug rum. Hahaha. Ja. Auf dem Teppich ist eine Falle. Natürlich. Ist vielleicht hier auch eine Falle? Nicht unbedingt, nicht? Vorwärts. Es lief aber ganz gut, nicht? Also das zweite Versuch hatte ich nicht mitgerechnet. Der Kampf ist eigentlich relativ fair und wenn man weiß, was man tut, geht er auch schnell vorbei. So, das hier ist das Herzsteinjuwel. Das gab nochmal 26.000 Erfahrungspunkte nur fürs Aufheben. Das ist ein super magischer Gegenstand, das merkt man sofort. Das Herzsteinjuwel ist ein bernsteinfarbenes Juwel, das ungefähr die Größe eines Kinderkopfes hat. Es handelt sich vermutlich um ein silvanitisches Artefakt, das sind irgendwelche Elfen, glaube ich, das früher in Kuldahar aufbewahrt wurde. Ihm werden außerordentliche Weissagungskräfte nachgesagt, doch ihr habt keine Ahnung, wie ihr damit umgehen sollt. Brauner Klumpen Dreck, so sieht das für mich aus. Ja? Das war ein Schnelligkeitstrank, der ist super wertvoll. Ja? Die gefallen mir nämlich total. Ja. In jedem dieser Spiele hier. Ja? Ob nun Icewind Dale oder Baldur's Gate. Schnelligkeitstränke sind einfach nur geil. So, wir benutzen jetzt einmal die Massenheilung, die ich mir teuer erkauft habe. Und gucken, was sie so anrichtet. 9 Lebenspunkte bei dir. Ja, also es war jetzt nicht so toll. Nee. Werden wir direkt mal rausnehmen. Die Massenheilung. Werden wir irgendwas anderes einbauen. Zum Beispiel Tote erwecken. Zum Beispiel Tote erwecken. Oder Flammenschlag. Ja, macht richtig Schaden auf einem Gegner. Ja, wir nehmen Tote erwecken. Ich habe zwar nicht vor zu sterben, aber wir nehmen Tote erwecken. Für einen richtig schweren Kampf kann das mal ganz gut sein. So, jetzt haben wir lange genug rumgealbert hier. Ich mache mich ans Looten. Ja, ich wollte eigentlich nur warten, dass ich auch wirklich mir sicher sein kann, dass hier keine Fallen mehr sind. Ja. Du kannst dich ausruhen, sobald ich die Schätze alle habe. Und wir in Kuldahar zurück sind. Wahrscheinlich, ja. Ich bin ein Sklaventreiber, ich weiß. So, Tränke und Edelsteine. Gold, das ist mal praktisch. Oh, ich glaube, das sind Translokationspfeile. Die sind ganz besonders cool.
Die beamen, glaube ich, den Gegner zu dir. Müssen wir aber mal schauen. Gürtel. Mehr Edelsteine. Wer mag denn bunte Sachen, die glitzern? Der Paladin. Komm her, Paladin. Heb mal. Oh, 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 nein, falsches Gerät. Hier willst du hingehen, ja. Die Schädel, die kannst du da drin lassen. Das findet mein Paladin nicht interessant. Vorwärts. Oder doch? Nehmen wir mal einen raus. Wird ja nichts Schlimmes passieren. Ein Menschenschädel. Okay, okay. Mev hat ja schon einen. Das heißt, wir brauchen keinen mehr aufzählen. In Ordnung. 2.500 Goldmünzen. Ha! Das ist der Hammer. So, was haben wir bekommen? Wir haben einen Helm bekommen und einen Gürtel. Und Pfeile, die wir nicht identifizieren können. Außerdem Feuerpfeile. So, schauen wir mal an, wie viel du davon tragen kannst. Lina, alles. Ich bin begeistert. So, der Helm ist das Totengesicht. Diese alten Helme waren unter den Rekket-Barbaren, die das spätere Eiswindtal besiedelten, weit verbreitet. Die Konstruktion ist relativ simpel. Sie besteht aus einem einfachen Eisenhelm mit aufklappbarem Visier. Wenn die Herstellung des eigentlichen Helms vollendet war, wurde auf das Visier das Bild eines toten Kriegers aufgeprägt. Auf der Stirn wurden zusätzlich der Name des Kriegers und die Todesursache eingraviert. Dann wurde der Helm auf den Scheiterhaufen des Toten gelegt. Die Priester glaubten, die Maske würde die Furcht der Toten vor dem Leben nach dem Tod verbergen, wenn sie von Tempus gerichtet würden. Das stelle ich mir praktisch vor. Da bist du dann nicht so direkt, stehst nicht so direkt im Rampenlicht, ne? Hast eine Maske, kannst dich wieder verstecken, wenn dir jemand sagt, was du alles angestellt hast. Die Helme der tapfersten Krieger wurden nach einem Monat von den Priestern in Verwahrung genommen. Die Namen dieser Krieger wurden in den darauffolgenden Jahren in den täglichen Ritualen der Priester lobend erwähnt. Legenden zufolge machte der Helm seinen Träger tatsächlich gegenüber Furcht immun, wenn Tempos den Krieger als tapfer befand. Könnte ein Schreibfehler sein. Dieses Exemplar ist mit dem Namen Siglef und dem Wort Axt versehen. Okay. Dann ist mir völlig klar, wer das anbekommt. Ja, Siglef, das klingt wie ein Vorfahr von Sigor. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, mein zwergischer Freund. Du hast einen Helm. Der nicht in deine Rüstungsklasse steigert, der macht dich auch noch hässlicher. Glückwunsch, ja. Oh, nee, du hast einen schwarzen Helm. Wer will denn noch einen Flügelhelm? Ja doch, ist besser. Gefällt mir mehr. Okay, schauen wir uns den Gürtel an. Okay, oder nicht? Nein, schieb mal hinaus. Pfeile? Haben wir auch keine Ahnung. So, Gürtel. Das ist der Steingürtel. Dieser verfluchte Gegenstand. Oh, scheiße. Wurde von dem verruchten Zauberer Valom, der aus der Tiefe kam, hergestellt. Valom heuerte oft einzelne Söldner an, um für ihn nach Komponenten magischer Gegenstände zu suchen. Wenn sich die unglückseligen Dienstboten auf Valoms schwimmendes Laboratorium, den düsteren Renner, begaben, gab er ihnen den Gürtel als Belohnung für ihre Dienste. Sobald das Opfer den Gürtel angelegt hatte, stieß Valom es vom Boot, wo es schnell den Tod durch Ertrinken fand. Und wie hat er den Gürtel dann zurückbekommen? Valoms Glückssträhne hatte ein Ende, als er Herret von Prokampur ins Meer der gefallenen Sterne stieß. Herret hatte einen Trank des Unterwasseratems und einen Helm der Unterwasseraktion bei sich, als dies geschah. Das hat bestimmt der Spielleiter so geplant, ja? Weil wenn du so spezifische Gegenstände findest, dann muss ja ein Abenteuer darauf aufgebaut werden. Als der gewaltige, von Seetang bedeckte Körper Herets neben Valoms Anlegestelle auftauchte, kam ihm ein ortsansässiger Priester von Tyr zu Hilfe. Als er erkannte, was Valom getan hatte, versuchte der Priester von Tyr zusammen mit 3 Paladinen Valom festzusetzen. Valom tötete 2 der Paladine, starb aber selbst im Kampf. Es wird erzählt, dass der Gürtel später an einen reisenden Reisenden, wie auch immer, verkauft wurde, der sich auf verfluchte Kleidungsstücke spezialisiert hatte. Okay, Stärke 6. Ja, toll. Toll, total der Müll.
Das ziehe ich irgendjemandem an. Es gibt ja Spiele, in denen kann man durch Taschendiebstahl anderen NPCs was ins Inventar legen. So Elder Scrolls Spiele zum Beispiel. Da könnte ich mir so einen Gürtel gut vorstellen. Da wird mein Dieb sich an den anschleichen, zieht ihm den Gürtel um und schon haben wir einen einfachen Kampf. Ja? Aber nein. Sowas gibt's hier nicht. Dann identifizieren wir, wenn es geht, noch das Kettenhemd hier. Oh ja. Die Rüstung wurde im Jahr 1221 von einem Dürgerschmied im Auftrag eines rachsüchtigen Bane-Priesters namens Alleri aus Westtiefwasser angefertigt. Am Ende seiner Priesterschaft, am Anfang, fast das gleiche, provozierte und attackierte Alleri häufig Spione Suns. Doch er hatte Pech, denn die Anhänger Lady Feuerhaars bezauberten den Banditen wahrscheinlich, oder Baniten? Weiß nicht. Kurzerhand, um den bösen Streichen ein Ende zu... Ach nee, Baniten. Weil Bane-Priester. Sorry. Um den bösen Streichen ein Ende zu bereiten. Nach seiner Bezauberung musste Alleri in Tiefwasser alle möglichen erniedrigenden Dinge tun. Nach vielen Jahren beschloss er, seinem Gott des Hasses zu huldigen und sich eine Rüstung anfertigen zu lassen, die ihn vor Bezauberung bewahren sollte. Er hielt Zwiesprache mit den spirituellen Lakaien Banes, um herauszufinden, welche Materialien und Rituale er für die Rüstung brauchte. Auf Geheiß seines Herrn ermordete er 13 Ehepaare, deren Eheringe er in den Saum seines Panzers einweben ließ. Anschließend tötete er 13 Elfen, badete in ihrem Blut und betete 13 Stunden lang. Ja. Während er in dem Blut gebadet hat, als er fertig war, hatte er eine Rüstung, die ihn vor der Magie der Sunniten bewahrte. Ich denke da immer an die Vulkanier aus Star Trek, wenn ich das höre. Ich glaube, die haben so einen ähnlichen Namen gehabt. Naja, egal. Die Religion. Alleri unternahm einen 3 Jahre währenden Kreuzzug gegen die Spione von Sun, Liara, ja, da steht Liara für mich, und Hanali Selanil, keine Ahnung, wer das ist, Selanil, ja. Seiner Mordlust wurde erst ein Ende gesetzt, als elfische Bogenschützen und Priester Corellon Larentians ihn auf einer Straße nördlich von Tiefwasser in eine Falle lockten. Den haben wir getroffen in BG2, den Corellon, seinen Avatar auf jeden Fall. Also es ist eine ziemlich böse Rüstung. Das heißt, niemand von meinen Leuten kann die auch anziehen. Da bin ich dann auch teilweise dankbar für, ja. Das. Hey, wer will sowas schon anziehen? So, ich denke, das hier ist ein Lederpanzer plus 2. Schauen wir einfach mal. Yep, Rüstungsklasse 5. Sandal, hä? Was hältst denn du davon? Ich meine, hier ist List und so drauf und Magiewiderstand. Aber die ist halt schon besser von der Rüstungsklasse. Ja. So, Rest können wir noch nicht identifizieren. Das heißt, wir machen jetzt eine Runde Level-Ups. Fangen wir mit den einfachen Leuten an. Sigor. Kann Axt leider nicht auf 5 steigern. Ein Problem seiner Klasse. Also seines Kids. Ja, weil er zwergische Verteidiger ist. Kann er nur bis auf 4 gehen hier. Schade. Ich sehe ihn immer noch mit Schild. Ja, will ich gar nicht lügen. Ich sehe ihn immer noch mit Schild. Was heißt das jetzt für mich? Bringe ich ihm noch eine... Nee. Ich gebe ihm Kampfstil mit Waffe und Schild. Das hilft zwar nur gegen Fernkampf. Aber was ist mein Problem im Moment? Fernkampfgegner. Ja, also machen wir das. So, Sandal ist der Nächste. Der bekommt Trefferpunkte. sonst nichts. Dann haben wir die gute Lina, die bekommt noch mehr Zaubersprüche. Stufe 5 sogar schon. Also wir müssen auf jeden Fall zu Oryk gehen. Ja. Ich muss von Oryk unbedingt... Nochmal Chaos-Schild. Warum nicht? Vielleicht fangen wir an mit einer als gewagter Hexerei. Ja, mal so einmal am Tag. Ich hoffe, ich kann da ein paar Stufe 5 Zauber kaufen. So, jetzt zum interessantesten... Gruppenmitglied überhaupt. Nicht nur vom Porträt her, nein. Aber das auch, natürlich. Auch von der Klasse her. Schauen wir mal, was sie bekommt. Stufe 5 Zauber. Oh, hallo.
Da gibt's eine Menge gutes Zeug. Glaube ich zumindestens. Flammenschleier. Oh ja. Yeah. Lässt ein Wesen in Flammen aufgehen. Das ist doch schon mal. Das fängt doch schon mal gut an, ja. Wenn ich Magier wäre, wäre das. Hätte ich nur so Zauber. Wäre so, ja, ich will dich in Flammen aufgehen lassen können. Hm? Ist schon nicht schlecht. Schauen wir uns aber noch ein bisschen um. Also es gibt auf jeden Fall Sonnenfeuer, was ich schon in BG2 ganz toll finde. Und das scheint hier auch relativ viel Schaden zu machen. Ja, ist quasi so ein wie ihr Drachenodem. Dann kann ich vielleicht reinrennen, den Drachenodem machen, noch ein bisschen rumrennen und dann nochmal Sonnenfeuer hinterherjagen. Ja? Interessante Überlegung. Das werden wir mal lassen. Ich brauche keine Skelette. Dafür habe ich meinen Kleriker. Schutz vor normalen Waffen. Hm. Hält sogar länger als in BG2, glaube ich. Könnte sein. Könnte ich mit ihr noch mehr tanken, ja? Sie ist ja dafür ein bisschen prädestiniert mit ihren vielen Lebenspunkten im Vergleich zu Lina. Sie würfelt ja mit einem größeren Würfel. Aber ich denke, wir nehmen einfach mal Sonnenfeuer, weil das ist mein Lieblingszauber, ne? Oder einer meiner Lieblingszauber. Ich könnte jetzt noch gucken, ob bei ihr hier jetzt die Überlieferung so weit gestiegen ist, dass sie vielleicht ein paar Sachen mehr identifizieren kann. Aber ich denke, das werde ich offscreen machen, ja. Also, ich sehe euch wahrscheinlich wieder, nachdem ich hier rausgelaufen bin, in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.